eure Angst. Hallöchen da draußen, willkommen zurück hier zu Die Siedler, das Erbe der Könige. So, wir müssen unsere Armee ist ausgebaut. Ein bisschen verstärken und es sollte mal Winter werden. Ich weiß nicht, Ausbau abgeschlossen. Bis wann es Winter werden sollte, ob das jetzt damit zu tun hat, wie weit ich hier meine Armeen habe oder ob das zufälligerweise irgendwann mal kommt. Auf jeden Fall machen wir hier weiter. Legierungen, Ausbau von Schmiede- und Ziegelhütten. Okay, Eisen 200, Schwefel 300, Eisen haben wir auch ein bisschen, Schwefel auch. Also bauen wir mal. Also die Musik, die finde ich ja schon mal echt schön. Die gefällt mir vom Spiel. Die ist wirklich nice. So, ich glaube, hier unten gibt es jetzt nichts mehr für uns. Wir können uns mal die Karte anschauen. Wir nehmen mal hier ein paar Leute und decken mal ein bisschen was auf. Jawohl. So, Bauernhöfe und Wohnhäuser muss keiner mehr irgendwie darauf verzichten. Da haben wir schon mal was erreicht. Dann werden wir die hier wieder zum Holzfällen schicken. Dann werden jetzt die Rohstoffe komplett abgebaut. Also alles wird jetzt hier abgebaut. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da rüberkommen. Ob wir hier unten rum müssen oder nicht. Ja. Und ob es hier unten noch Rohstoffe gibt. Das ist schon mal ein Bergmann. Wie ihr befehlt. Euer Wunsch. Vielleicht gibt es hier eine Quest für uns. Hallo? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Wie, was kann ich jetzt mit dem machen? Im Baum. Wir kümmern uns darum. Okay, warte mal, wir lassen mal den, die hier stehen und gehen mal mit unserem Erik. Mit unserem Erik gehen wir mal hin. Natürlich. Vielleicht hat er eine Quest für uns. Weil ich denke mal, das Ausrufezeichen könnte ja eine Quest sein. Wir kümmern uns darum. Könntest du uns helfen bei einem Problem, das ich jetzt gerade habe? Weil du so ein super toller Held bist, Ausrufezeichen? Ich denke, ihr könnt einige Siedler ansprechen. Selektiert dazu einen Helden und klickt rechts auf den Siedler. Wie ihr wollt. So. Jawohl. Ich bin aus Hibernia geflohen. Da gehe ich nicht wieder hin zurück. Geht von hier aus nach Süden bis zum Fluss und dann nach Westen. Okay. Jawohl. Ich nehme mal den Erik mit, falls es noch mehr gibt. Ich tue mein Bestes. Erik. Nicht Erik. Aber ich sag Erik. Egal. Verzeiht's mir. Ah, Erik ist ein komischer Name. Neutrales Dorfzentrum. Jawohl. Lasst es uns einnehmen. Selektiert einen Leibeigenen, wählt das Dorfzentrum aus dem Menü und platziert es auf den neutralen Bauplatz. Okay. Also einen Leibeigenen. Natürlich. Gut. Also wir können hier solche Dorfplätze einnehmen. Na, Dorfzentrum besetzen. Sehr gut. So. Eure Leibeigenen werden nun euer Dorfzentrum hier errichten. Danach stehen euch noch mehr Siedler zur Verfügung. Oh, das ist gut. Dann müssen wir uns natürlich auch verteidigen. Das ist für spät mal gar nicht schlecht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wenn ihr weitere Fragen habt, benutzt doch den Hilfe-Button nahe dem Minimap. Das kann ich. Probiert es doch gleich mal. Dankeschön. Jeder Held verfügt über besondere Fähigkeiten, um Probleme zu lösen. Fällt ein Held im Kampf, so wird er nach einiger Zeit wieder auferstehen. Wir kümmern uns darum. Okay. Das ist toll. Und wo steht er dann auf? Ja! Vielleicht oben bei mir dann, ne? Wir kümmern uns darum. Ja, Herr. So, wir decken einfach mal ein bisschen die Karte auf. Nebel des Kriegs kommt wieder zurück. Jawohl. Also trotz Aufdecken bleibt das Schnee bedeckt. Und passend hat der Wintereinzug gehalten. Lasst uns den Übergang suchen. Also, es schneit. Sofort. Oh, und das auch noch voll übers Display drüber. Über den Wir Monitor. Kümmern uns darum. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich sehe meine Einheiten nicht mehr. Jawohl. Muss ich eigentlich darüber? Ja! Ja, Herr. Aber vielleicht kann ich auch hier entlang. Ja, mein Herr. Ah, jetzt gefriert hier alles. Ja, mein Herr.
Okay. Wird gemacht. Das hier sieht nach dem Übergang aus. Auf in eine glorreiche Schlacht. Nee, noch nicht. Ja, Herr. Noch nicht. Wir werden... Okay, also wir haben ihn. Wie ihr befehlt. Und wir werden jetzt noch ein paar Soldaten rekrutieren. Oh, es wird Winter jetzt hier überall. Ah, jetzt sieht es so aus. Seid unbesorgt. Ach, guck mal, auch die Gebäude bekommen das jetzt so. Das ist ja schön. Das finde ich gut gemacht. Gern. Das sieht echt klasse aus. Dann schauen wir mal, Garnison. Wir brauchen eine Garnison, genau. Wir bauen sie jetzt erstmal aus, damit wir auch andere Einheiten bekommen. Wie geht's eigentlich hier unten voran? Gut. Alles perfekt. So, also Garnison wird ausgebaut. Die Kaserne, da wird sie auch wahrscheinlich umbenannt. Fertig, Meister. Speerträger und Schwertkämpfer könnt ihr in einer Kaserne rekrutieren. Durch weiteres Forschen und Ausbauen werden die Soldaten mit der Zeit immer besser. Der Schön. Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist ausgebaut. Gut. Das also, kann ich. Jetzt sollte nur das Fenster hier wieder weggehen, das störende braune. Ja, sofort. Das bleibt jetzt wie immer da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal, wenn wir vielleicht einmal kurz Menü aufmachen. Nein, es bleibt immer noch. Schön. Toll. So, es ist nur ausgebaut zur Garnison. Ermöglicht die Schwertkämpfer und Speerträger. Lanzenträger, Sägemühle. Richtung von Lanzenträger, Schmiede. Also wir brauchen jetzt eine Schmiede und eine Sägemühle. Dann können wir das machen. Oh, die holzen hier nämlich alles ab gerade. Steinmetz, Hochschule. Na, da ist die Sägemühle. Ja, ist gut. Und dann setzen wir die mal hier hin. Und dann brauchen wir wahrscheinlich wieder Bauernhöfe und so Zeugs brauchen. Dann wird es wieder eng hier, ne? Wobei, wir bauen dann wieder was. Hey, geh jetzt weg, du Scheißfenster hier. Speerträger und Schwertkämpfer könnt ihr in einer Kaserne rekrutieren. Durch weiteres Forschen und Ausbauen werden die Soldaten mit der Zeit immer besser. Will ich mal Escape drücken? Auch nicht. Ich krieg das nicht mehr weg. Das Fenster hier, shit. So, jetzt bauen wir erstmal die Sägemühle. Kann man vielleicht ein... Ne, geht nicht. Machen wir nochmal Schwertkämpfer und nochmal einen Speerträger. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und dann werde ich als nächstes schauen, ob wir vielleicht sogar noch Bogen herkriegen. Kaserne. Aussichtsturm. Schießplatz. Stehendes Heer. Rekrutieren von Schützen. Was ist stehendes Heer? Das ist wahrscheinlich hier irgendwie. Pferdezucht, Bildung, Chemie, Architektur. Nee, das ist hier nicht. Doch, stehendes Heer gibt's hier, okay. Müssen wir das auch noch erforschen, weil ich glaube, Bogenschützen sollten wir auch haben. Wäre vielleicht ratsam. Dass wir uns auch richtig wehren können. Marschieren. Die Geschwindigkeit im Allgemeinen, dass sie also schneller auch zuschlagen, oder wie ist das? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. An eure Wohnhäuser. So, wir können hier Zitadelle können wir draus machen. Noch obdachlose Siedler. Ist egal. Kriegen wir noch unter. Architektur brauchen wir. Scheiße. Dann machen gerade was anderes. Egal, wir können sie. Wohnhaus ist kein Problem. Bauen wir eins. Kriegen wir hin. So, dann können sie nämlich gleich da drin pennen. Sägewerker. Dann kriegen wir auch mal schneller Holz. Oh, die ist noch am Ausbauen. Ne, halt. Doch. Die tun noch hier. Wir
sich verbessern. Heile, der Scheißbalken hier geht nicht mehr. Neue Technologie erforschen lassen. So, die ist erforscht. Gut. Lanzenträger. Rekrutierung von Lanzenträgern. Oh. Die sind noch ein bisschen besser, ne? Schon wieder. Die haben noch was. Das ist aber auch gut hier mit den Hilfefenstern. So. Geh weg jetzt da. Braunes Fenster. So, dann brauchen wir die Leibeigenen gar nicht mehr zum Holz fällen, ne? Forschung abgeschlossen. So, das ist gleich fertig. Jetzt haben wir hier die Handelswesen, Brunnenausbau von Lagern, Gemeindezentren. Was sind eigentlich Lager? Lager. Das sind hier keine Lager, ne? Nee. Ah, das kann man auch ausbauen. Webstuhl, Erholung des Bevölkerungslimits. Fertig. Oh, das ist... Das geht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Stein 300. Lehm. Ja, bauen wir aus. Fertig. Gut. Wohnhaus steht. Ja. So, die sind immer noch dran. Uiuiui. Gut, das kostet jetzt natürlich einiges an Geld, ne? Müssen wir mal kurz die Finanzen checken. Wir haben 80 Ausgaben, Einnahmen 480, okay. Klar, gut, die kosten Geld. Armee kostet immer Geld. Aber wir haben ja auch mittlerweile richtig gut an Arbeiter, wo genug Steuern zahlen dürfen. Der Tag der Abrechnung. Steuern sollte werden gezahlt. Das Gebäude ist. Ach, die werden dann zu. Habe ich das richtig verstanden? Die werden zu Speerträger, oder? Nee. Wo sind jetzt die Speerträger? Das sind Schwertkämpfer hier. Meint ihr, wir kommen hier mit ein paar zurecht, dass wir gar nicht so viel brauchen hier? 1, 2. Ja, ich glaube, das reicht schon, was wir jetzt haben. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir kümmern uns darum. So, nehmen wir die gerade mal mit. Ja! Und probieren mal, wie weit wir kommen. Wie ihr wünscht. Und mit denen befreit bekommen, dann kommen wir aus dem Prolog hier raus. Ja! Dafür sind wir genau. So, angreifen machen wir so. Ja. Kann man die auf 1 setzen? Geht das? Das ist gut. Man kann sie mit STRG 1 kann man sie auf die 1 setzen. Das ist perfekt. So ein Hotkey ist immer gut. Das Ding geht nicht mehr weg. Ist jetzt da nochmal was rausgekommen, oder? Nee. Ah, das ist auch noch gar nicht fertig. Ich glaube, das ist nur ein Upgrade für die, oder? Eureka! Ja, auf Stufe 3, genau. Guck mal hier. Speerträger, das tut die Hellbardier. Rekrutieren von Hellbardier. Das zieht die immer mehr hoch. Das ist gut. Die rekrutieren dann. Ah, das sind die Rekruten, die sie holen. Es ist Zeit, wenn die dann sterben. So ist das. Dann rekrutieren sie die anderen. Helbert hier. Das sind jetzt die Streitlanzenträger. So. Ich frage mich gerade, wieso die nur halb sind? Ich bin mal gespannt, wo der Übergang ist. Ah, guck mal, die kriegen hier den Bonus. So ist es nämlich. Jetzt. Okay. Die werden hier immer mehr ausgebildet. Oder sie können noch ein paar dazu nehmen. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt, wo ist jetzt der Übergang?
irgendwo da vorne vielleicht. Er wird ihn schon finden, denn der Erik. Erik, er hat ihn. Gut. Sehr schön. Jetzt werden sie überfallen von uns. Ah, guck mal, hier kommt schon das kleine Wohnhaus zu stören. Attacke! Ah, guck mal, hier. Also man kann denen auch die Gebäude zerstören. Das ist jetzt eigentlich wie so ein Age of Empires ein bisschen, ne? Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Das ist immer gut. Das können wir immer brauchen. Oh, es fängt damit brennen. Schön. Aber eigentlich ist ja unsere Aufgabe, den einen Typ zu retten. Aber ein Wohnhaus machen wir platt, dass wir mal sehen, wie das aussieht. Jawohl. Geil. Wir kümmern uns darum. Gehen wir mal weiter. Yeah. Ich weiß nur nicht, ob der Aussichtsturm uns angreift. Ich hoffe mal nicht. Also schwer mit der Armee ist hier nicht. Boah, die haben einen Marktplatz schon. Wir also man kann dann Waren einkaufen und verkaufen, das ist gut, da kriegen wir auch keine Probleme mal mit Waren. So, und sie kommen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Okay, also. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ist egal, das schaffen wir. Kein Problem. Seht ihr? Hier passiert gar nichts, meinen Leuten. Perfekt. Der Erik, der schafft das. Sag mal, kommt da immer mehr? Nee. So, die Generale müssen natürlich auch umschlagen hier. Komm drauf hier. Jawohl. Super. Danke. Ihr habt es geschafft. Ich war mir der Gefahr nicht bewusst. Mächte ziehen immer weitere Kreise. Wo mag das nur hin? Wir sollten mit Dario sprechen. Unsere Truppe ist nun groß genug. Lass uns in Richtung Osten aufbrechen. Yeah, ihr habt das Spiel gewonnen. Wir sind fertig. Spiel verlassen. Cool. Und dürfen dann zur nächsten Mission. Und das machen wir natürlich dann im nächsten Part. Das sind die Häuser, die wir gebaut haben, die Rohstoffe. Perfekt, alles super. Und dann dürfen wir hier weitermachen. Aber das ist jetzt komisch, dass das hier jetzt nicht angezeigt wird als fertig. Na gut, wir wissen ja, wo wir weitermachen müssen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, in der nächsten Mission. Tschüss.